Sinn und Aufgabe des Alters. Altern heißt weise werden und wirklich zu leben. Älter werden heißt immer lichtvoller zu werden. Heißt auch die Wirklichkeit hinter dem Schein erkennen, aber auch konfliktfrei leben. Kein Streit, keine Kritik, einfach nur wahrnehmen, was ist. Und leben als der, der ich wirklich bin. Meinem Körper, meinem Verstand, dem Leben zuschauen und so vom Denken zur Wahrnehmung kommen und mich erleben als bewusster Beobachter. Noch besser, ständig online zu sein, eins mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein und bewusst leben als das eine Sein. Das heißt auch, ein Segen zu sein für jeden. Aber auch bewusst leben als Unsterblicher, der ich ja bin. Und dabei alle negativen Energien loslassen. Negative Gedanken, Gefühle, Gewohnheiten, aber auch Ärger, Sorgen, Ängste. Nicht mehr urteilen, nur wahrnehmen. Und ständig Wortgeschenke machen. Was kein Geschenk ist, muss nicht gesagt werden. Die Welt ein bisschen besser zurücklassen, als ich sie vorgefunden habe. Und nie mehr beleidigt, gekränkt oder verletzt sein. Älter werden heißt, einverstanden sein mit dem, was ist. Leben ist nicht abhängig von der Kraft des Körpers, sondern vom Grad des Erwachens des Geistes. Ewig jung ist, wer die Ewigkeit vor sich hat. Nicht das, was ich getan habe, ist wichtig, nur das, was ich bin. Zum Alter gehört auch mir selbst ein guter Freund und Partner sein. Vergangenheit ist für immer vorbei. Was bleibt, sind Erinnerungen. Und alles, was ich erlebe, ohne Ausnahme, ist immer eine Chance zum Besseren. Alter ist bewusst Leben in der Zeitlosigkeit des Jetzt. Dieser Augenblick jetzt ist absolut einmalig. Er war noch nie und wird nie wieder sein. Er ist nur jetzt. Und alles, was jetzt zu tun ist, kann ich nur jetzt tun. Sinn und Aufgabe des Alters ist es, das Leben zu vollenden und so aus meinem Leben ein Meisterwerk zu machen. Dazu gehört auch, vom Alleinsein zum All-Eins-Sein kommen. Aber auch Fantasiereisen machen, wohin ich immer schon mal wollte. Oder im Geist Besuch empfangen, wen immer ich sehen möchte. Und so im Geist interessante Gespräche führen und zu neuen Erkenntnissen kommen.
bewusst in sich zu Hause und angekommen sein. Und immer wieder loslassen üben. Den Beruf, meine Kraft, den Eigenwillen. Alles Unvollkommene loslassen. Was bleibt, ist das vollkommene Sein. Und die Krönung des Loslassens ist, letztlich auch seinen Körper dankbar loszulassen. Und nicht vergessen, mit Humor geht alles besser. Aber loslassen nicht aus Resignation, sondern mit Freude. Bewusst leben in der Leichtigkeit des Seins. Auch im Alter diesen Augenblick jetzt zum Schönsten machen. Und ganz bewusst das Dolce Far Niente genießen. Aber auch ganz bewusst die eigene natürliche Vollkommenheit erleben, indem ich alles, was ich tue, so vollkommen wie möglich tue und immer neue Möglichkeiten der Kunst des Alterns entdecken und immer wieder bewusst die Vollkommenheit meines wahren Seins fühlen und erleben. Leben und handeln ständig im Mastermind. Das heißt, bewusst eins mit dem Ursprung, der Quelle, dem einen Sein und mich von der universellen Weisheit führen lassen. Aber auch eventuell noch vorhandenes Karma aufzulösen, um frei zu sein und mich so aus dem Rad der Wiedergeburt befreien. In jedem anderen, der mir begegnet, den Gott erkennen, ansprechen und so jeden an sich zu erinnern und zu sich selbst zu erheben. Jedem zum Segen werden, der mir begegnet. Bewusst und ständig leben in der Geborgenheit des Jetzt und dabei ständig die Kunst des Genießens praktizieren. Ständig leben in heiterer Gelassenheit, unabhängig von den Umständen. Aber auch bereit zu sein für die nächste Dimension. Nicht mehr der Handelnde sein, nur der bewusste Beobachter. Und dabei ständig im Jetzt leben und in der Wahrnehmung. Und bewusst leben in der Faszination des Alltäglichen. Ständig segnen und segensreich leben. Und letztlich nur noch tun, was das eine Sein jetzt durch mich tun will. Allzeit bereit und einverstanden in Dankbarkeit und Liebe.